Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In 2 Wochen findet in Leipzig die internationale Degrowth-Konferenz statt. Degrowth, das bedeutet auf Deutsch Schrumpfung. Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft diskutieren einmal nicht die Frage, wie unsere Volkswirtschaft noch schneller und besser wachsen kann, sondern das genaue Gegenteil. Wie kann sie schrumpfen? Die Wissenschaft, die sich genau mit solchen Fragen beschäftigt, nennt sich Postwachstumsökonomie und damit stehen wir vor dem nächsten Begriff, den wir erklären müssen. Was steckt hinter dem Begriff Postwachstum und wie kann sich eine Gesellschaft innerhalb einer schrumpfenden Wirtschaft organisieren? Detektor FM-Reporterin Annette Kammerer ist für uns diesen Fragen nachgegangen und hat sich auf einem solidarisch organisierten Hof im Hinterland von Chemnitz mal umgeschaut. Oberhalb der Anhöhe hier haben wir 10 Hektar Acker ungefähr, den Rest Wiese und Wald und Bach, ist eigentlich alles dabei, was man braucht. Und das bewirtschaften wir in Rotation. Auf den Wiesen des Hofes zur bunten Kuh blöken Skutten, Goatland und Zackelschaf. Im Stall wälzt sich ein sächsisches Angelschwein und auf der Koppel weiden 2 Pferde. Ungefähr 10 Erwachsene und Kinder leben hier in Selbstversorgung, abseits der Marktwirtschaft. Darunter auch Ina Heyer. Die gelernte Ingenieurin hat 2007 den Hof zur bunten Kuh ins Leben gerufen. Also unser Ziel ist erstmal, eine Solidargemeinschaft aufzubauen, mit der, wir haben jetzt gesagt 100 Leute, alle Lebensmittelgrundversorgung, die man so hat, von uns beziehen können und wir darüber leben können. Ja, das ist halt so ein Kreislauf ist und dass wir unabhängig sind von wirtschaftlichen Zwängen. Die in etwa 100 Menschen, die von dem Hof beliefert werden, nennt Ina Heyer Mitfresser. Für 60 Euro im Monat bekommt jeder Mitfresser jede Woche eine Kiste mit frischem Gemüse, ab und an Fleisch und Eier. Mal mehr, mal weniger, was die Felder ebenso abwerfen. Solidarische Landwirtschaft nennt sich das. Landwirtschaft, die zusammen mit den Mitfressern organisiert wird. Landwirtschaft, die transparent und solidarisch als Gemeinschaft funktioniert. Ohne Wachstumszwang und ohne Gewinnstreben. Du bist, wenn du so einen Hof hast, natürlich begrenzt. Die Gebäude sind begrenzt, dein Land ist begrenzt. Deswegen kannst du logischerweise nicht unendlich wachsen. Es geht nicht. Die Schrumpfung kommt, also die Postwachstumsgesellschaft kommt. Es wird größere Wachstumskrisen geben. Die lassen sich mit unserem wachstumsbasierten Wirtschaftssystem nicht vereinbaren. Sagt Tilman Reitz, Juniorprofessor für Wissenssoziologie an der Universität Jena. Und innerhalb dieser Krise oder durch diese Krise gezwungen, müssen die Menschen dann anfangen, sich neue Lösungen zu überlegen. Für Ina Heyer, die Gründerin des Hofes zur bunten Kuh, ist die Lösung Selbstversorgung. Abnabeln von dem herkömmlichen Modell aus Karriere, Haus und Auto und ein Nein zum immer mehr und immer besser. Ich kann mir jede Menge kleinerer Modelle des Zusammenlebens vorstellen oder eben auch des eigenen Lebens, wo man ohne Wachstum auskommt. Und es fällt mir schwer, mir eine Marktwirtschaft vorzustellen, wo eben wirklich der Wachstumszwang plötzlich weg wäre. Die eine Lösung gibt es also noch nicht. Und auch die Wissenschaft hat sich bisher nicht auf eine einheitliche Definition des Schlagwortes Postwachstum einigen können. Von links bis neoliberal ist alles dabei, sagt Tilman Reitz. Also es gibt ja sogar konservative Wachstumskritik, die sagt, eigentlich ist dasjenige, was nicht mehr wachsen sollte, der Sozialstaat. Also selbst diese Position ist im politischen Spektrum noch drin. Und wenn sich jetzt Meinhard Miegel, der das vertritt, mit jemand wie Nico Pech verständigen sollte, der eben eher ökologisch motiviert ist und eher Arbeitsteilung reduzieren will, und wenn die sich dann wieder mit Kapitalismuskritikern verständigen sollten, dann gibt es natürlich Schwierigkeiten. Also in diesem Sinne ist es auch eher ein Sammelsurium von Ideen als jetzt eine einheitliche politische Bewegung. Postwachstum bedeutet also erst einmal nur kein Wachstum. Was nicht wachsen soll und wie Schrumpfung aussehen kann, ist dabei jedem selbst überlassen. Aber egal, welche Form des alternativen Zusammenlebens auch gewählt wird, solidarische Landwirtschaft, eine 20-Stunden-Woche oder radikale Selbstversorgung, einfach ist es nie. Es ist schwer, ne? Es ist definitiv schwer und manchmal anstrengend, manchmal habe ich es auch total satt und will auch keinen sehen, so ungefähr. Aber so im Großen ist es schön. Sagt Ina Heyer vom Hof zur bunten Kuh und erschuf sich mit der solidarischen Landwirtschaft ihre ganz eigene Postwachstumsgesellschaft. Im Kleinen, auf einem Hof im Hinterland von Chemnitz. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.